und herzlich willkommen zu Luigi's Mansion 2. Wir haben beim letzten Mal den Hund, der sich gedacht hat, ich klaue den Schlüssel, eingefangen und er ist wieder entkommen. Ja, da beim letzten Mal, was hatte ich gesagt? Ich habe beim letzten Mal gesagt, ja hier, Silber, Bronze. Nee, es ist tatsächlich Bronze, Silber gewesen und wir können zum Endgegner. Endlich ist der Schlüssel unser. Dann wollen wir mal nicht warten. Ganz oben in der Krone des Hohlenbaums wartet das Finstermundstück auf uns. Und das kriegen wir bestimmt nicht so einfach. Und wenn euch meine Parts gefallen und ihr mich unterstützen wollt, lasst das gerne mit einem Like, mit einem Abo, kommentiert. Und ich wünsche euch viel Spaß bei Wipfelstürmer. Luigi, der Moment ist gekommen. Bist du bereit, dieses finstere und unheimliche Tor zu öffnen? Nein. Endlich kann ich mal den Paraskop mit Millimeter genau bestimmen, wo wir unser Finstermusch finden. Viel Spaß dabei. Es ist ein Baumhaus, ganz oben in der Krone des Baumes. Wir waren genau auf der richtigen Spur. Ja, wenigstens etwas. Und hier ist der Schlüssel. Wieder so gut wie neu. Okay. Damit kannst du das Tor zum Baum öffnen und das Fenstermundstück suchen. Ach und Luigi, Paraskop empfängt starke Signale aus dem Baumhaus. Immens starke Signale. Aber das, du passt ja auf dich auf, oder? Natürlich hast du das. Ja, du könntest aber auch mitkommen. Mir. Ach, ich geb's auf. Empfehlt doch gerne meinen Kanal euren Freunden. Wir wollen es immer noch dem Logarithmus von YouTube zeigen, wer hier das Sagen hat. Und das sind eindeutig wir. Aber wenigstens kommen wir direkt nach oben. Ich dachte schon, ich müsste mal ganz von unten nach oben gehen. Aber nein, das müssen wir hier in dem Fall nicht. Okay. Gut. Das lasse ich natürlich stehen, weil das ist ein, ich sag mal, ein Boss-Key. Und dann gehen wir doch hier rein und schauen, was wir zu tun haben. Welcher Gegner uns hier erwartet. Und hoffentlich funktioniert die Steuerung. Was siehst du denn? Oh nein. Oh nein. Oh nö. Okay, es ist ein Rätselraten. Das könnte ein bisschen dauern. Ja. Das ist mir schon halb gedacht. Okay. Ah. Okay. Das heißt, der hier. Dann heißt das der hier. Okay. Das ist interessant. Dann eindeutig sehr lange rechts. Ich glaube noch einmal hoch. Aber hier weiß ich es nicht mehr. Okay. Versuchen wir es mal mit dir. Nein. Und ich fahre den ganzen Weg nach unten. Natürlich. Oh nein. Er kann mich jederzeit treffen, aber wenigstens bleibt das speichert. Und es wäre noch einmal hoch. Okay, dann die Mitte. Zweimal die Mitte. Da, oh Gott. Warten wir mal, bis die Tiere unten sind. Ich glaube, dann geht auch so. Nämlich, ja. Okay, es wäre hier noch einmal hier gewesen. Dann glaube ich die hier. Beimer. Nein, Eimer. Aber von da unten soll ich das sehen? Also, ich bitte euch. Aber wenigstens kriege ich so einen einfachen. Oh. Ja, okay. Dann wollen wir mal nach
oben gehen. Was wäre es denn gewesen? Ah, die Seite. Mal gucken, wo es nicht scheint. Da ist es. Wäre so hier. Also die zweimal. Dann da einmal. Dann sehr lange die Mitte. Okay. Das heißt, hier, hier. Okay. Interessant. Dann die Mitte, nochmal die Mitte. Nochmal die Mitte? Ja. Nochmal die Mitte? Nee, doch. Nochmal die Mitte. Okay, es sind nicht mehr viele Treppen. Frage ist, wie geht's weiter? Hier? Nein. Oh nein, jetzt haben wir es mit dem Großen zu tun. Ja gut, aber der Große ist jetzt nicht so sonderlich schwierig. Wenn es einer ist. Weil er hält sich ja nicht so sonderlich stark auf dem Bein. Aber wie soll ich denn von hier unten... Mal ehrlich, da oben das sehen. Das funktioniert so nicht. Okay, na, auf jeden Fall. Glaube die Mitte nochmal? Ja. Sieht so aus, als ob es noch einmal die Mitte ist. Oder, ja, die Mitte. Denn da... Dann da und dann nochmal die Mitte. Okay. So, hier war es, glaube ich, nochmal die Mitte, ne? Ja. Dann war es da? Nein. Da bloß, es war nochmal die Mitte. Aber wie soll ich das sehen? Jetzt mal ehrlich. Ah. Und er fällt und fällt und fällt. Okay. Diese Stelle ist mehr als anstrengend. Also wirklich mehr als anstrengend. Unten brauche ich mich nicht zu konzentrieren. Da weiß ich es eh nicht. Oh, jetzt müsste Batty rauskommen. Es muss die Mitte gewesen sein, ne? Ne, es war hier nicht die Mitte. Da außen dann. Aber hier ist ja eine Fackel an links. Na, dann war es außen. Ne, es war tatsächlich nochmal die Mitte. Was? Mitte, außen, Mitte, Mitte und oben weiß ich es wieder nicht. Okay, also hier. 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 Nein! Da war... Ich war mir sicher, dass es hier war. Aber du siehst es von unten halt ziemlich schlecht. Und das ist halt etwas nervig. Und ich finde auch nervig, dass er jetzt die ganzen Treppen runterrutschen muss. Hallo? Okay. Und weg. So. Aber wenigstens kann ich mich jetzt auf diesen Weg hier konzentrieren. Also es ist nicht... Danke, Luigi. Also schön gezeigt, dass es nicht der Weg ist. Bin ich stolz auf dich. Aber kann ich so das nochmal erweitern, zu sagen, hier, ich rutsche da nochmal runter, damit man... Das nochmal seht. Hm. Ah, es ist außen. Okay. Zumindest sind da Fackeln aus und dann die Mitte. So. Außen. Und dann kommt die Mitte. Ja, also hier ist die Mitte, ist keine Fackel an. Es geht um die Reihe. Okay, das ist auf jeden Fall außen. Das heißt, einmal hier,
Einmal da. Ich würde jetzt sagen, zweimal die Mitte. Das ist jetzt die letzte. Und ja, es stimmte. Oh, oh Gott. Dafür haben wir 10 Minuten verplempert. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, jetzt müssen wir nur noch ziehen. Schade. Ah, doch. Die denken dran. Aber den Knochen kriegt man hier nicht, ne? Ja gut, aber man hat auch kein Geld bekommen. Hm. Na. Wollen wir mal hoffen, dass es auch ein bisschen einfacher wird, der Boss. Boss? Hallo? Hm. Ah. Okay. Eine böse guckende Treppe. Oh nein. Was machst du? Muss ich dich blenden? Nein, ich muss rennen. Ah, und daran ziehen. Ja, okay. Weg, 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 Luigi. Lass ihn sich austoben. Oh, komm, 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 komm. Ich frage mich, ob es was bringt, ihn länger so stehen zu lassen. Ich glaube nicht. Aber okay. Damit haben wir die erste Phase hinter uns. Und was passiert jetzt? Okay. Er brennt. Schreit mich an. Und zündet alles an. Okay. Nicht gut. Nicht gut. Aber es bleibt nicht angezündet. Oh, was macht er jetzt? Aber das geht jetzt in die erste Phase rein. Okay, gut, da muss man bis jetzt nur ein bisschen aufpassen und abhauen. Ja. Dann kann man hier ziehen. Und ich lasse mich wieder, wie immer, austoben. Komm ich hier durch? Ja. Okay. Ich habe auch nochmal die Chance, wenn ich zu weit weg war. Das haben die tatsächlich bedacht. Finde ich schön. Darf mich nur nicht von den Seiten blenden lassen. Und damit ist die letzte Phase dran. Okay, der ist ja... Ja gut, aber ich wurde schon gewarnt. Er ist okay. Es ist nicht einfach. Meiner Meinung nach. Okay, er zieht aber viel an Leben ab. Das allerdings war knapp. Und damit ist seine letzte Phase aber auch vorbei. Müsste das dreimal machen. Luigi, was hast du jetzt gemacht? Naja, egal. Jetzt hat er ihn und ich habe tatsächlich nur einmal es abbekommen. Okay, ganz ehrlich. Oh nein. Na Mann, jetzt sind die Goldbarren verschwunden. Die einzige Möglichkeit, wie man hätte... Ah, doch nicht. Sich Geld holen können. Aber nein, die Goldbarren sind noch da. Yep. Damit haben wir das Finstermondstück. Und ganz ehrlich, der Boss war ja wirklich einfach. Viel zu einfach. Was will... Auf was er geht? Leute, ja, ist in Ordnung. Noch ein Meistergeist. Damit hätte ich nun wirklich niemand gerechnet. Aber du hast es geschafft und das Finstermondstück erbeutet. Toll gemacht. Die Aussicht von dort oben ist sicher phänomenal. Aber leider gibt es noch zu tun.
Ich hole dich zurück. Halt deinen Schnurrbart fest. Ja. Okay, ganz ehrlich, ich wurde in den Kommentaren schon darauf hingewiesen, dass dieser Boss nicht so sonderlich schwierig war. Also da fand ich den ersten Boss, die Spinne, bei weitem besser. Da gehe ich mit dem Kommentarschreiber definitiv d'accord. Also der Boss war ja wirklich... mal. Die 25 hätte ich tatsächlich nicht benötigt, reicht den rein. Aber wenigstens reicht der Rang. Aber trotzdem, der Boss hätte bei Weitem besser sein können. Tut mir leid. Das ist definitiv ein Kritikpunkt von mir. Der Boss war nichts. Doch was passiert jetzt als nächstes? Wollen wir mal sehen. Wir kommen nochmal zurück zu Professor Igitt. Dieser freut sich. Willkommen zurück, Luigi. Entschuldige, wenn es hier nach Fischen Popcorn riecht. Ich konnte es nicht widerstehen. Der Duell mit dem Meistergeist war so spannend, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Das bezweifle ich. Der war alles andere wie spannend, aber okay. Jeden das Seine. Dann bitte wir unseren Gast mal fürs Erste ins Gehege, wo er keinen Schaden drin richten kann. Ja. Der war nicht so besonders. Aber naja. Ja, aber es gab auch nicht viel. Ja. Neue Mission, die können wir. Die Mission mache ich, glaube ich, zum Schluss. Es kommt zum Schluss. Beide Finstermundstücke wurden also von Meistergeisten bewacht. Sehr aufschlussreich. Damit haben wir zum zweiten Mal einen Meistergeist mit einem Finstermondstück getroffen. Nein, das kann kein Zufall sein. Aber machen wir den famosen Fundstück doch erstmal ein wenig sauber, ja? Ja, natürlich. Wie gesagt, die letzten Missionen mache ich ganz, ganz zum Schluss vom Let's Play nochmal. Die erste haben wir ja hinter uns. Das ist einfach nur, nehme ich mal dasselbe Geistersuche und das war's eigentlich. Oh, interessant. Ah, hast du das auch gespielt? Lass mich schnell nach sein, ob meine Theorie stimmt. Ja, aber Luigi, der Nebel hat sich ein weiteres Stück verzogen. Okay. Ah, es gibt noch zwei Gebiete. Okay. Ich kann dich zu einem neuen Gebäude teleboxen. Sicher voller furchterregende Gespenster. Ja, ich bin ja so gespannt. Okay. Damit haben wir die Evoltürme abgeschlossen. Kleines kurzes Resümee. Die Evoltürme war ein meiner Meinung nach zu starkes Geisterspammer. Das hätten sie etwas verbessern können. Und er war alles in allem aber dennoch okay. Hier wurde einst die edelsten Uhren im ganzen Land gefertigt. Deine Armbanduhr stammt sicher auch von hier. Schau mal nach. Und ich würde sagen, wie es weitergeht in diesem Ingenieurshof, seht ihr im nächsten Part. Nicht verpassen, Like da lassen. Ich wünsche euch viel Spaß, was auch immer ihr macht. Macht es gut. Haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Endcard. Wie immer bekommt ihr rechts am Foxy von YouTube ein generiertes Video und links am Foxy bekommt ihr die Playlist. Und in der Mitte von Foxy könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn euch meine Parts gefallen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut. Haut rein. Ciao.